Hallo ihr Bus draußen, willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Kaum mache ich die Begrüßung, muss ich niesen. Mensch, das ist doch schön. Ich bin gerade, im neuen Spielmodi auf Gomme, nämlich diesem PvP-Dingens. Und da gibt es ja einige verschiedene Möglichkeiten hier. Einmal Random, einmal Best of Three Ranked. Dann kann man dahin noch solche FFA-Dingens spielen, was ich so jetzt nicht so gerne mag. Und Training. Und ich möchte es euch heute so ein bisschen zeigen. Als erstes kann man hier ein bisschen einstellen, was man machen möchte. Ich möchte zum Beispiel gar nicht Kit-PvP spielen. Ich möchte jetzt einmal nur Survival Games spielen. Dann klicke ich hier rauf und schlage einmal diesen Kollegen hier. Dann werde ich in eine Runde geportet und spiele jetzt mit einer anderen Person Survival Games. Das ist offenbar richtig cool. Und ich werde jetzt hier einfach so ein bisschen rumtesten und euch das mal so ein bisschen zeigen, weil mir gefällt es wirklich super, super gut. Das macht richtig, richtig Bock hier zu spielen. Also jetzt nicht alles, aber das meiste macht schon Bock mal so zwischendurch. Aber ich finde die Idee einfach richtig, richtig fresh. Dann kann man noch so ein bisschen PvP-Training machen, wo man so Bogenskills trainieren kann, indem man so runterfallende Hühnchen töten muss. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz geil. Und deswegen spiele ich das gerade mal eine Runde. Wenn es euch gefällt, dann würde ich mich selber eine positive Wertung freuen. Schreibt mal eure Meinung über das in die Kommentare. Ist es eher so eine billig Idee, um hier so ein bisschen, um einfach mal wieder was Neues auf dem Server zu bringen? Oder ist das schon, wo ihr sagen müsst, ja, nice, das war innovativ von Gomme? Ich weiß es ja nicht, wie ihr dazu steht. Hinter mir ist der Kollege auf jeden Fall schon. Ich weiß es nicht, was der für Sachen hat. Deswegen versuche ich jetzt hier reinzurennen und jetzt einmal kurz meinen Goldapfel zu essen und den jetzt zu töten. Und da haben wir ihn getötet. Nice auf jeden Fall. Man sieht auch immer, wie man gekämpft hat. 10 zugefügte Critical Hits, das waren insgesamt 45%. Ja, ist auch ganz fresh. Dann könnten wir jetzt hier zum Beispiel, wir spielen einfach nochmal eine Runde, Survival Games, weil es mir eigentlich relativ viel Bock macht. Die Map, die habe ich noch nie gespielt, deswegen entschuldigt, wenn ich mich jetzt hier nicht so gut auskenne. So, zack, zack, einmal sortiert. Direkt mal, ist doch ganz fresh die Angelegenheit. Relativ wenig Truhen sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick. Oh Gott, nein, wie dumm bin ich denn? Wie dumm bin ich denn? Oh Gott, ich stelle mich gerade richtig schlecht an. Okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir an Essen kommen. Denn wir haben nur ein Herz und das ist natürlich jetzt nicht ganz so viel. Hier auf der Seite gibt es auf jeden Fall... Oh Gott, geil. Das war sehr nice, das war sehr, sehr nice, Leute. Nur ein bisschen Essen finden, das wäre richtig nett von Gomme, wenn wir uns das jetzt mal in die Truhen packen. Oha! Jetzt könnten wir aus einem super schlecht gespielten Kampf tatsächlich noch gewinnen. Und mal ein paar Pfeile, ist ja auch nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall ein Enchanting Table, noch ein Enchanting Table, okay. Ja, geschmeidig, würde ich sagen. Ich gehe mal hier rauf. Ein Heal Potion können wir direkt mal benutzen. Denn wir haben momentan nichts, womit wir regenerieren können. Also kein Essen. Das bleibt momentan auch so. Hier haben wir Kuchen, das ist gut. Schuhe haben wir noch gar nicht. Sehr geil. Also ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz fresh so. Boah, jetzt sind wir hier ganz auf die Hausdächer geklettert. Wahnsinn. Hier kommt man ja überall hin, meine Freunde. Jetzt gehe ich doch nochmal zurück. Denn ich möchte gerne nochmal den Kuchen zum Essen benutzen. Bin ich hier? Okay, gut. Komme ich anscheinend hier so schnell nicht mehr zurück, weil ich mich ein bisschen verlaufen habe. Habe ich gesagt. Ich habe einen Orientierungssinn wie ein Toast. Oh, das hätte ich vielleicht sagen sollen. Da ist noch eine Truhe. Leider schon blutet. Ja, das wird jetzt ein bisschen unschön. Hier war ich aber schon mal. War da eine Truhe? Nee, war es nicht. Hier war noch, meine ich. Also Leute, jetzt wird es ein bisschen unschön.
wenn wir kein Essen finden. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein netter Gegner. Da war ein Tor. Wie komme ich ran? Gar nicht. Was für eine Scheiße. Ich kann gleich nicht mehr sprinten, Leute. Hier noch einmal hoch. Voll verlaufen, Leute. Da unten ist der Kollege. Wo kommt er denn gleich? Jetzt wird's spannend. Ich laufe jetzt mal hier wieder runter. Oh, da ist eine Truhe. Scheiße. Aber ich muss den irgendwie im Haus begegnen. Ich muss den irgendwie im Haus begegnen. Hast du Essen? Mal sehen, ob er fair ist. Kann ich was? Boah. Ach, Kollege. Hier, toll. Seht ihr was? Keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall mal ganz geschmeidig, dieser Kampf. Haben ein bisschen nett geschattet, ist auch was Schönes. Ich meine, man muss ja auch seine Sozialkompetenz mal in Minecraft trainieren hier. Das ist nett von ihm. So. Danke. So. Ich zeige ihm mal nicht mein Schwert. Ah! Okay, haben wir ihn. Die GG war auf jeden Fall ein fairer Gegner. War ganz cool. Ich möchte euch jetzt, auch wenn die Runde jetzt ein bisschen länger gedauert. Oh, jetzt wurde ich hier ganz aus der Lobby gekickt. Möchte ich euch trotzdem noch so ein bisschen was zeigen hier zum Beispiel. Man kann jetzt auch mal das ausschalten und dann hier Kid PvP zum Beispiel möchte ich nur angeln oder Classic und vielleicht noch Bogenfight. Diese drei Varianten können es geben. Da geht es natürlich dann ein bisschen darum, die Angelskills. Das habe ich ja in dem Video, wo ich so ein bisschen quasi PvP-Tipps bei Buki habe ich ja das Angelkit gespielt die ganze Zeit. Und ja, da bin ich ein bisschen drauf eingegangen. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Geht einfach auf den Kanal und guckt mal nach, was das so sagt. Zack, gehen wir da mal rein. Was haben wir jetzt für ein Kit? Oh. Ach so, genau, Bogen. Bogen mag ich eigentlich überhaupt nicht. Macht mir nicht so viel Spaß. Auch wenn ich natürlich der größte Lutscher im Bogen bin. Okay. Bap. Er muss eine Heal Potion werfen, das ist schon mal gut. Okay, Kollege, das ist dumm. Oh, Mensch, das ging aber schnell. Ja, der war jetzt nicht so gut. Aber wir haben auch 50% der Treffer, der Schüsse getroffen, weil er sich kaum bewegt hat. Das war jetzt halt ein total leichter Kampf. Wir können jetzt nochmal hier gehen, nochmal das Classic-Kit spielen. Dann können wir gleich nochmal eine Ranked-Runde spielen. Da hatte ich schon 1160 Elo und habe jetzt ziemlich viel Elo verloren, weil ich ja irgendwie eine ganze Zeit lang alles verkackt habe. Hintereinander. Erst habe ich so jeden Kampf gerockt. Und plötzlich verliere ich einfach alles. Okay. Dem gebe ich überhaupt nicht die Hits, die ich ihm eigentlich geben müsste. Oh Gott.
Okay, der hat mich ja natürlich total easy genommen. War ich auch viel zu schlecht gerade im Kampf. Ich finde es schade, dass man hier noch nicht mehr schreiben kann, weil man könnte ja einfach mal GG oder so schreiben. Jetzt, wo ich gerade so schlecht gekämpft habe, ist es wahrscheinlich das Beste, jetzt eine Runde Ranked zu spielen. Ihr seht, jetzt werden wir den Gegner zwischen 1040 und 1049 Elo. Oh Gott, wie viel habe ich denn verloren? So, perfekt. Jetzt geht die Runde los. Dann wird die immer bis 3 gespielt. Und, ja. So. Ist irgendwie ziemlich häufig die Arena. Ich weiß gar nicht, ob sie immer ist, aber, das habe ich immer in dieser Arena gespielt, glaube ich. Ach, was ist denn los gerade? Das gibt's doch nicht. Aber Gommel laggt bei mir, glaube ich, gerade ein bisschen. Also irgendwie zumindest dieser Spielmodi ist noch so gehypt am Anfang. Das ist ja immer in Anfangsphasen so. Und das laggt wirklich ein wenig zu arg. Das ist unschön. Bam. So, jetzt habe ich natürlich Glück gehabt, dass er ein bisschen geleckt hat. Aber wahrscheinlich habe ich bei ihm genauso geleckt. Bang. Lol. Und dann ist er abgestürzt. Also ihr seht, es laggt wirklich zu doll. Aber das war jetzt zum Beispiel so ein Typ. Das war doch der, gegen den ich gekämpft habe, ne? Lol. Was? Okay, also ich spiele anscheinend wieder gegen den. Nee. Nehm mal auf. Okay. Lappen. So, will ich mir erstmal meine Herzen regenerieren. Ach, das sackt ein bisschen. Okay, aber da kann er mir auch nicht die Hits drücken, das ist gut. Aber das nervt wirklich, diese Lags hier, das ist echt unschön. Das nervt unglaublich. Also eigentlich, ich muss sagen, tendenziell wirklich ein guter Spielmodi, aber jetzt, wenn ich diese Lags hier sehe, das darf eigentlich ein Server wie GOM nicht unbedingt passieren bei diesen Einnahmen, die die haben. Da müssen sie entweder... Oh Gott, T. GG. So, ja, ne, kann ich ja nicht schreiben. Aber er denkt sich jetzt wahrscheinlich, dass ich hacke und so. Es macht auf jeden Fall eigentlich Spaß, aber diese Lags, die sind wirklich ein bisschen unschön. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mir macht's Spaß, sie zu spielen und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Auch wenn ich jetzt momentan bei den Lags wahrscheinlich weniger hier spielen werde. Ihr seht hier, die User, die hängen in der Luft teilweise fest. Ich kann euch nochmal hier Training, da könnt ihr so verschiedene Sachen spielen, zum Beispiel Zielscheibe, Parcours, MLG, Looting oder Schicken. Ich kann mal hier eins machen, einmal Zielscheibe. Ach guck mal, das sieht doch cool aus. Ich spiele es mir nochmal eine Runde. Ich werde wahrscheinlich einen Bogen bekommen, ups. So, und... Böp. So, da haben wir noch eine. So, zack. So. Ach, können wir uns hier bewegen? Ja, wir können uns sogar bewegen, Mensch. Ich stand jetzt hier nur rum. Da habt ihr es auch gesehen, der Pfeil ist einfach... Obwohl, vielleicht habt ihr es gar nicht gesehen, aber... Bei mir ist der Pfeil auf jeden Fall erst eine Sekunde später losgeflogen. Und da habe ich eigentlich auch voll getroffen, aber okay. Böp. Böp. Da ist noch eine. Okay. Ah, komme ich da ran von hier? Sauber. Da haben wir noch welche. Ja, cool. Mein Skype stellt sich irgendwie immer auf online. Das nervt richtig. Hä, lol. Oh, da oben. Komm, los jetzt. Also es macht auf jeden Fall Bock, würde ich sagen. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass ich hier nicht treffe.
Obwohl ich hier die ganze Zeit treffe, aber okay. Wo sind hier noch Zielscheiben, Mensch? Ich gehe jetzt mal hier runter. Ach so. Bop. Bop. Okay, vielleicht hätte ich mich ein bisschen früher bewegen sollen und nicht nur auf dieser Mittelplattform rumlaufen. Drei Zielscheiben fehlen noch. Hm, wo sind die denn, die Kollegen? Da hinten haben wir eine. Oh, kurzer Haker. Zack. Perfekt. So, wo haben wir sie denn? Zwei Stück noch. Ich laufe jetzt mal hier rum ein bisschen. Leute, da ist eine. Ja, cool, okay. Wo ist denn die letzte? Wahrscheinlich bin ich schon vorbeigelaufen und ich habe es einfach nicht gesehen. Hier hinter eventuell. Das würde ich ein bisschen dumm finden, hier hinter eine zu packen. Einfach von hier gucken. Nö. Hm. Das finde ich ein bisschen schade, weil das hat nicht so viel mit diesem Bogen. Ah, da haben wir sie. Und da ist sie. Jetzt haben wir dafür ganz 2 Minuten 27 gebraucht. Aber okay. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ich würde mich jetzt erstmal über eine positive Hälfte freuen. War ein ziemlich langes Video. 17 Minuten, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Daumen noch hoch. Daumen hoch. Okay. Und entschuldigt, dass keine Facecam dabei war. Wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass ihr Skype immer online stellt. Haut rein, Leute. Tschüss.